So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Da ist der Gast. Da ist ein Gast. Ah, nein, du bist über der Lava. Könntest du dich, lieber Gast, würdest du bitte von dieser Lava weggehen? Das wäre sehr angenehm. Wie kite ich dich jetzt denn bitte aus der Lava raus? Kann ich so fangen? Verdammt. Ich dachte, wenn ich direkt runtergehe und ungefähr drunter gehe, dann kann ich es abfangen. Naja, hat nicht funktioniert. Na gut, dann sammeln wir eben Nether Quartz. Stimmt, ich habe so viel verbraucht, als ich mein Schwert geschärft habe. Huch, hallo? Na gut, gehen wir nochmal eine Runde durch. Ich glaube, ein Quarry hier im End aufzustellen, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Obwohl, hier gibt es auch ein paar Erze. Naja, es ist übertrieben, glaube ich. Also, ich könnte eigentlich meine Liste mal wieder füllen, fällt mir dazu ein. Einmal zu dem, was wir gerade machen. Was machen wir nochmal gerade? Achso, ein Endstone herrschen. Ja gut, das machen wir jetzt auch wirklich so nebenbei. Also, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht extra die Liste machen. Aber was noch auf jeden Fall gemacht werden muss, ist ein System zum automatischen Auffüllen von Jetpack. Dass ich eine Enderpouch mir mache, wo ich das Jetpack dann reinlege. Das automatisch das System erkennt. Aha, ich habe hier ein Jetpack und das füllt es mir dann auf. Oder ich mache es so wie früher. Also das braucht aber mehr. Was zur Hölle? Ist das ein... Wo ist er? Ne, das ist ein anderer. Warum sind die Enderman? Menschen im Enderman in der Hölle? Nee, oder? Ist ja eh verschwunden. Ist in der Lava verbrannt. Weil er sich da reingeportet hat. Dummes Ding. Seit wann waren denn so ein Enderman im End? End, genau, im End. Seit wann sind denn Enderman im End? Total komische Dinge passieren hier. Nee, natürlich hier im Nether. Ist ein Tier reingekommen. Ist er ins Nether-Portal gegangen und hat sich rüber geportet? Schwierig. Na gut, ich nehme es mal so hin. Oh, wo bist du? Die Richtung. Basti, wo bist du? Kosti? Schrei doch mal. Immer noch mehr in die Richtung. Kosti? Schrei doch mal. Das ist doch ein zweites. Das ist aber ziemlich nah dran. Ist ziemlich nah. Ah, da ist es. Das ist nochmal ein Enderman. Ist was gründen? Okay, eine Gasträne. Wo ist der zweite? Den höre ich schon gar nicht mehr. Schade. Na gut, dann machen wir hier weiter. Wie viel habe ich denn? Naja, gut, nicht so viel. Nicht so viel ist gut. Das ist ja ein ganzer Stack schon. Da oben ist noch relativ viel. Das ist aber halt auch der Dingens. Mal das so, da kommen wir ein bisschen besser hin. Okay.
Da unten ist noch was. Ah, da ist auch die lustige Schleiminsel. So, hier ein bisschen vorsichtig sein mit dem Abbauen. Ich weiß nicht, wie dick der Boden hier ist. Nicht, dass wir plötzlich in Lava landen. Okay, haben wir einen zweiten Stack voll. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn? Gut, brauchen ist relativ. Ich brauche es gerade. Jawohl, doch, ein bisschen habe ich was gebraucht. Es hat mir gerade was gefehlt. Jetzt habe ich schon wieder einen Gast. Jetzt fliegen wir die gefährliche Route. Was habe ich hier nicht mehr? Kurz aufs Jetpack schauen, aber es hat noch genügend. So. Hier ist noch. Da ist der Gas verschwunden, ich höre nämlich nicht mehr. Schade. Hätte schon gern mehr als einen. Also mehr seine Träne. Das wäre ganz angenehm. Muss kurz überlegen, wie viel ich dann rein theoretisch bräuchte. Also ich brauche auf jeden Fall eine Perle, die werde ich jetzt dann für den Endstone verwenden, um die Enderlily schneller wachsen zu lassen. Ansonsten für das mein späteres Vorhaben brauche ich auf jeden Fall eine Perle für eine Ender Chest, eine für eine Ender Pouch. So eine Verbindung zu haben. Gut, dann halt nicht. Aua. Also das zumindest, um eine automatische Dingens zu haben. Also entweder ich mache es so, wie wir es früher mal hatten. Eine Enderpouch, also dass wir zwei Enderpouches hatten. Der auch mit zwei Endertruhen. Die eine Endertruhe wird immer automatisch geleert, sodass wir eigentlich im Prinzip unendlich minen konnten. Und die andere haben wir dafür verwendet, damit man etwas geschickt bekommt, wenn man was gebraucht hatte. So haben wir es ja immer, wenn man es bei unserem Future-Beast-Projekt oder beim KSL-Projekt Luxotha, dass wir, wenn einer unterwegs war, jemand braucht der irgendwas, dass jemand das einem zuschickt. Eben zum Beispiel, wenn Dingens leer war. So, das Jetpack. Als Beispiel. Oder irgendwas anderes gebraucht wurde. Oder irgendwas vergessen wurde, keine Ahnung. Gab's ja auch mal. Zum Beispiel, wenn man eine Aura sammeln wollte oder sammeln musste, weil man sie plötzlich entdeckt hatte für Thaumcraft. Oh! Nein, 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 nein. Scheiße. Noch eins. Da ist es. Aha, die sind halt alle wieder in der Lava. Willst du bitte aus der Lava rauskommen? Ich darf bloß nicht rückwärts fliegen eigentlich. Nicht ein bisschen kiten? So viel dazu. Dich vergesse ich. Ist auch bloß vergeben, Lebensmüh. Aber waren hier nicht irgendwo die Zombie-Pixel oder so auf mich waren? Warte, ich glaube, ich fliege mal wieder in das Gebiet rein. Was nicht so Lava durchsetzt ist. Vielleicht kriege ich da noch einen raus. So. Klar, hier und da fließt ein bisschen Lava runter, aber. An sich. Ist relativ wenig Lava. Na, so. Feuer. Bisschen Feuer ausmachen. Okay. Was macht der Gas natürlich nicht auf? Was? Da einer? Hallo? Falsche Richtung. Ich glaube, es war die Richtung. Ja.
Irgendwo in die Richtung. Da ist er schon. Perfekt. Ups. Hallo? Hä? Wie habe ich da nicht getroffen? Was willkommen? Ein Gunpowder und eine Träne. Okay. Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, wir waren jetzt auch lang genug hier. Huch. Portal ist in dieser Richtung. Ganz kurz gucken. Ja. Halbzeit mit der Dingens. Kann man mal langsam zurückgehen. Mit dem Chatpack. Okay. Geschickt zeitlich einparken, zurückreisen. Ach toll, so also, lange weg das Sunrise ist. Sunrise. Okay, wollen wir die Zwecke mal gleich nehmen? Und hier reinschmeißen. Okay. Okay, dann gehen wir runter und brauchen ein Magma Crucible und einen Fluid Transposer, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Magma Crucible, da ist er schon. Huch. Verdammt, ich habe mittlere Maustaste gedrückt. Ich hasse es. So. Ich wollte das hier. Halt, ich wollte eigentlich da rein und das hier. Was habe ich davon? Fast nichts, außer den Netherbrick. Kupfergears. 1, 2. Letzte Dingenscoil. Machine Frames. Da fehlt mir das Zinngear, wie es ausschaut. Ja, das Zinngear. Machine Frame. Hardened Glass. Wie kriegt man denn das? Aber im Induction Smelter. Ich erinnere mich, dunkel. Dann brauchen wir einen Induction Smelter. Ah, da ist er schon. Was habe ich davon? Alles bis auf die Red Sand und ein Inver Ingot. Inver Gear. Ach, es geht auch mit normalem Sand. Na gut. Ach, ich habe auch keinen Sand gerade. Kann das sein? Sand. Ich brauche zwei Stück. Ich muss überhaupt, also seitdem es hier so hart down ging, muss ich immer gucken. Warte mal, es rappelt noch. Okay, jetzt aber. Aber jetzt habe ich einen Induction Smelter. Ich müsste eigentlich mal diese Wand hier einreißen. Wir expandieren ein bisschen in diese Richtung, glaube ich. Ja. Ja, doch, wir expandieren ein bisschen in diese Richtung. Dieses Kabel werden wir in den Untergrund schicken. Cables? Ah, da. 10 Stück. Dann machen wir es nämlich folgendermaßen. Reißen wir mal den Boden auf. Dann soll das hier runtergehen. Nein, so ist blöd. So. Hier ein Lichtlein und. Ich sehe gerade nichts in der Schmelze, weshalb das jetzt nicht so schlimm ist. Bis hierher. Dann geht es hier runter.
Folgt diesem Pfade hier bis hierher, dann verbindet sich das Ganze wieder hier mit. Und dann können wir ein bisschen Dark Oak Wood Planks hier den Boden noch machen. Dann schaut das auch hier wieder ein bisschen ordentlich aus. Muss generell breiter. So, bis hierher mal. Na wohl, mache ich noch eins vielleicht. Ah, ich würde es. Ich würde gerne. Wo die. Ne, das machen wir. Das machen wir ein bisschen anders. Aber erst beim nächsten Mal, glaube ich. Ja, beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.